Machen Bilder Geschichte? Das ist die Frage, die uns in diesem Modul beschäftigt. Und diese Frage können wir in zwei Schritten beantworten. Zunächst ist es ganz wichtig zu erkennen, dass Medien bereits schon zeithistorische Akteure sind. Das heißt, sie prägen bereits zeitgleich zum historischen Ereignis die Wahrnehmung dieses Ereignisses. Das kann man sehr gut am Beispiel des 9. November 1989 erklären. Auftakt dieses Medienereignisses bildete eine Pressekonferenz, auf der Günter Schabowski am Ende scheinbar beiläufig verkündete, dass ab jetzt die Ausreise über die Grenzübergänge der DDR in die Bundesrepublik möglich sei. Auf diese Pressemeldung erfolgte eine dichte Medienberichterstattung. Vor allem das Westfernsehen berichtete in der Tagesschau und in den Tagesthemen ausführlich über die bevorstehende Grenzöffnung. Es berichtete live von den Grenzübergängen an der Bornholmer Straße oder Medienvertreter befanden sich hinter der Mauer auf Westseite und beobachteten, wie die Bevölkerung der DDR auf diese Pressemitteilung reagieren würde. Genau diese Medienaktivitäten wurden zu Beschleunigern dieses historischen Prozesses. Also die Medien waren Beobachter und Akteure zugleich. Und wir als Zuschauer im Fernsehen bereits im Jahre 1989 hatten den Eindruck, einem historischen Ereignis live beizuwohnen. Authentische Bilder zu sehen, von authentischen Orten ein historisches Ereignis miterleben zu können. Und es sind eben diese Medienbilder, die Aufnahmen, die wir heute im Fernsehen immer wieder sehen, verarbeitet in Dokumentationen oder verdichtet in einzelnen Fotografien, die uns bis heute den Eindruck des Authentischen vermitteln, emotionale Bilder, die nicht bloß in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland als gemeinschaftlich anschlussfähiges Bildgedächtnis zu begreifen sind. Und diese Bilder werden immer wiederholt, weil sie gespeichert wurden und mit aufgrund der technischen Möglichkeiten auch immer wieder neu kompiliert werden können. Wir haben an dieser Stelle gesehen, dass wir im Wesentlichen heute mit den Bildern der Jahre 1989 dem Blick der Massenmedien folgen und hier vor allen Dingen dem Blick der Westmedien. Bleibt zu fragen, ob sich in Zeiten der Digitalisierung und den neuen Möglichkeiten der Speicherung mit dem Internet möglicherweise ein neues Bildgedächtnis finden lässt, wo wir auf vielfältige Erinnerungen, die auf Privatfotografien gebannt sind oder vielleicht auch Fotografien enthalten, die damals nicht als Bildikonen durch die Presse verbreitet wurden. Das ist eine spannende Frage, inwieweit sich durch die Ausdifferenzierung der Medienlandschaft auch unser Bildgedächtnis verändert, vielfältiger wird und nicht mehr dem Blick einzelner Leitmedien folgt. Wir haben ja bereits mehrfach den Begriff der Bildikone erwähnt und wenn man danach fragt, warum Bilder erfolgreich werden, sich in das kollektive Bildgedächtnis einschreiben, dann lässt sich dies am besten erläutern mit der klassischen Bildikone des Mauerfalls. Wir sehen die Mauerkrone, Menschen auf der Mauerkrone in der Nacht des 9. November, Bilder der Mauerspechte aus dem Jahre 1990, wo die Menschen sich quasi mit Hammer und Meißel ein Stück Vergangenheit aneignen und damit ein ehemaliges Symbol der Macht dekonstruieren. Und genau diese symbolische Qualität macht die Mauerbilder anschlussfähig, weil die Mauer ist zum einen nicht nur ein Symbol deutsch-deutscher Teilung, sie ist auch ein europäisch anschlussfähiges Symbol, was in den Zeiten des Kalten Krieges eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Mauer und die Aneignung, die Überwindung der Mauer ist aber gleichzeitig auch ein Symbol, das sich wunderbar mit für uns zentralen Werten wie Einheit und Freiheit verbinden lässt und damit die Geschichte der Bundesrepublik als Kontrastgeschichte, auch zur DDR-Geschichte, als einer Diktaturgeschichte beschreiben lässt, die am 9. November 1989 ihr scheinbares Ende gefunden hat.
Insofern sind es ganz viele Bausteine, die es ermöglichen, ein Bild anschlussfähig zu machen an einen größeren Bildkanon, denn mit der Mauer können wir auch noch andere Bilder erinnern. Wir können mit dem Mauerfall gleichzeitig die Geschichte des Mauerbaus assoziieren und damit die historische Tiefendimension der deutsch-deutschen Teilung einfangen. Aber das Mauersymbol spielt auch bis heute in unserer gegenwärtigen Gedenkkultur eine herausragende Rolle. Nicht nur entlang der Wegmarkierung in der Berliner Innenstadt, sondern auch in Inszenierungen an Gedenktagen, beispielsweise im Jahre 2009, als der Mauerfall in einer Dominoaktion reinszeniert wurde, oder im vergangenen Jahr 2014, als der Akt der Befreiung mit einer Balloninszenierung nachgestellt wurde und damit eindrucksvoll an ein historisches Ereignis erinnert wurde. Also hier gibt es unterschiedliche Formen der Wiederholung, nicht bloß im medialen Sinne, sondern auch im Bereich der Geschichtskultur. Bis hin zu dem Fakt, dass Sie heute in den Laden gehen können und sich ein scheinbar authentisches Mauerstück selbst mit nach Hause nehmen und damit teilhaben, nicht bloß an einem Bildgedächtnis, sondern auch Besitzer eines scheinbar authentischen historischen Objektes sind. Wir haben jetzt gerade die Frage geklärt, unter welchen Bedingungen Bilder zu Bildikonen werden können. Umgekehrt kann man genauso fragen, warum andere historische Ereignisse im Bildgedächtnis weniger präsent sind. Nehmen wir beispielsweise den 9. Oktober 1989, die erste große Massendemonstration in der Leipziger Innenstadt. Hier haben wir nur relativ wenige geheime Privataufnahmen, die Bilder sind schlecht ausgeleuchtet und es lässt sich kaum für die deutsch-deutsche Erinnerung ein anschlussfähiges Gebäude, eine klare Verortung erkennen, sodass diese Bilder jenseits des Eindrucks einer Massendemonstration kaum darüber hinausreichende Botschaften verbreiten. Das heißt, der Bildleser muss eigentlich sehr viel schon wissen, um das Bild historisch einordnen zu können. Das nächste Beispiel, von dem uns kaum Bilder bekannt sind, ist der 3. Oktober 1990. Also der Tag, der heute als gesetzlicher Feiertag begangen wird, als Tag der Wiedervereinigung, an dem der Vereinigungsvertrag unterzeichnet wurde. Hier kennen wir Bilder von Politikern, die den Vereinigungsvertrag unterzeichnen, aber es sind keine emotionalen Momente. Es ist kein Ereignis, was sich nachhaltig im kollektiven Gedächtnis eingebrannt hat. Ihm fehlt die Erlebnisqualität und die Live-Qualität der Bilder, die wir vom 9. November kennen. Ihm fehlt das Spontane. Es wird eher als politische Inszenierung wahrgenommen. Mit den Bildern des Mauerfalls sind die Bildikonen des Jahres 89 gefunden. Und diese Geschichte versinnbildlicht gleichsam teleologisch, das heißt auf ein absehbares Ende zulaufend, die Wiedervereinigung als ein scheinbares Ziel der Geschichte. Anders als die Deutung des Jahres 1989 fällt die Beurteilung der Ereignisse 1990 wesentlich schwerer. 1990 ist eigentlich noch eher Zeitgeschichte, die qualmt, weil hier verschiedene Prozesse aufeinander stoßen. Fragen der Wirtschaftsreform, Fragen, wie soll der Vereinigungsvertrag gestaltet werden? Und wir haben kaum Bilder, die quasi die komplexe Problemlage des Vereinigungsjahres auf einen symbolischen Nenner bringen. Es bleibt also spannend zu schauen, was dieses Jubiläumsjahr vielleicht an neuen Bildikonen bringt, die uns auch die nächsten Jahre begleiten werden.